Willkommen zurück bei XCOM. Wir haben letztes Mal eine sehr, sehr schwierige Mission sehr, sehr gut gemeistert. Da muss ich mein Team mal loben. Wir haben den Schlüssel, um die Alien-Basis zu erobern, haben wir hergestellt. Uns fehlen allerdings noch bessere Waffen, damit wir auch den Sturm angehen können. Wir haben nämlich noch keine schweren Laser. Diese dürften aber in 2 Tagen fertig sein. Vielleicht schaffen wir es also in dieser Folge sogar noch anzugreifen. Nach Aktivitäten scannen. Schauplätze anzeigen. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Es wird also diese Sitzung nichts mit unserem Angriff auf die Alien-Basis. Aber stattdessen haben wir also eine schöne Mission. Wir haben Einsatz schwer, Panik relativ gering. Wir kriegen aber 200 Kracher und Geld könnte ich momentan sehr gut gebrauchen in China. Ein neuer Rekrut, Captain, Panik ist viel zu gering, um es in Nigeria zu machen. Argentinien ist mit 3 am interessantesten, ist sehr schwer, wir kriegen 4 Ingenieure. Ich bin aber fast verlockt, diesmal das hier außen vor zu lassen. Und stattdessen nach China zu gehen, weil ich die Kohle brauche. Ingenieure sind zwar schön und gut. Andererseits kann ich froh sein, wenn ich die Panik reduzieren kann. Wenn ich aber Kohle habe, kann ich Satellitenstationen bauen. Ja. Wir nehmen China. So, dann würde ich mal behaupten, wir schicken das gleiche Team los wie letztes Mal. Wir haben jetzt also mal ein wirklich gutes Team zusammen. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Wäre das vielleicht nicht so schlau, aber wenn jetzt einer unserer guten Soldaten verletzt wird, die für brauchen unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Was ich sagen wollte ist, wenn sich jetzt einer unserer guten Soldaten verletzt, haben wir ihn nicht in der Alien-Station-Mission dabei. Und das gefällt mir überhaupt nicht. So lange gedauert, das Ding einzuparken. Ist der Pilot besoffen oder was? Ich finde es immer schön, hier wie spricht aus dem Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Ich finde es immer schön, wie aus dem Flugzeug immer nur 4 Soldaten aussteigen, obwohl wir eindeutig 6 Soldaten haben. Es geht also nur darum, hier die Aliens in diesem Gebiet zu vernichten. Gucken wir uns das doch mal an. Hier ist schon die Grenze. Oh, die Karte ist relativ groß. Oh, wir haben hier so ein 2-stöckiges Gebäude. Das ist für den Sniper natürlich sehr interessant. Hier vorne haben wir eine Leiter, die da hochführt. Ja, wir haben einige sehr gute Deckungspositionen. Gefällt mir. Karte gefällt mir wirklich. Ich kann mein ganzes Team in verschiedene Richtungen schicken und trotzdem überall gute Deckung haben. Wir wollen aber ganz klar hier mal über links gehen, nenne ich das Ganze jetzt mal. Deshalb schicken wir jetzt auch unsere beiden Sturmeinheiten vom High-Five-Team, Christine und Fabian, schicken wir an die Front.
Jetzt bin ich mal gespannt, was für Geräusche kommen. Das sind Mutons. Das sind eindeutig Mutons. Feind in Sicht. Sag ich doch. Achtet auf die Flanken. Zweiunddreißig Prozent. Lass ich erstmal noch offen. Das gefällt mir noch nicht so wirklich. Jam! Was ist jetzt? Warum kann ich nicht? Geht doch. Daneben? Das ist doch Riesenkacke. Gucken, ob sich das Risiko lohnt, wenn da oben jetzt irgendwer ist. Da kommen sie. Oh Gott! Positionier meine Flanke! Deckt meine Flanke! Oh mein Gott! X-Ray neutralisiert. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Und es ist wieder soweit, dass man bei XCOM immer ganz schnell ganz große Probleme hat, wenn man sich dämlich anstellt. Und das war jetzt mal wieder typisch dämlich angestellt. Die Kanone ist unter aller Kanone. Aber wir haben hier noch einen Run and Gun. Sehr gut, sehr gut. Kriegen wir ihn hier hoch? Wir kriegen ihn hier hoch. Das heißt, wir kriegen es vielleicht dazu, dass die Cyberdisk den Rückzug antrifft. Schnellfeuer auf die Cyberdisk. 100%. Sehr, sehr schön. Da sind ja noch zwei Mutons mehr gekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war also die Deckung. Und jetzt haben also drei Mutons freie Sicht auf sie. Einer davon hat sie sogar flankiert. Habe ich genau den richtigen nach da oben bewegt, weil der auf jede Bewegung reagiert. Komm, ich jetzt noch einer unten. Einer unten braucht jetzt auch noch einen Reaktionsschuss. Sie blockieren meine Position. Sie verlassen. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Ganz ruhig. Wir bewegen uns mal nach hier und schalten dann ihn hier aus.
Kann er hier irgendwen sehen? Er kann niemanden sehen. Dann bewegen wir uns jetzt nach hier oben. Wir gehen mit ihm in volle Deckung. Hier unten ist die Situation klar, die Cyberdisk muss weg. Und tschüss. Ganz ruhig, Soldat. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance, dass hier alle überleben. Er hier. Jagd bitte mal hier vorne. Schuss ist blockiert, Schuss ist blockiert, Schuss ist blockiert, Schuss ist... Da kriegen wir den Schuss hin. Rakete raus. Das hat den nicht... Was? Nehmen wir doch den Kollegen, den wir flankiert haben. Kill bestätigt. So. Wenn ich jetzt nur schon an die Alien-Stationsmission gleich denke. Die sind ja hier gerade alle verletzt. Ausnahmslos. Also er muss sich... dringend selber heilen. Nachladerunde, das bringt alles nichts. Hier gehen wir noch ein bisschen näher ran. Feuer. Komm schon. Beide Daumen drücken. Ja, daneben. Schuss hat nicht gesessen. Gut, aber jetzt haben wir ja hier oben 9500, den können wir ausschalten. 160. Wir nehmen den hier. Der ist die akutere Gefahr gerade. Mal gucken, auf wen er probiert zu schießen. Das ist in Ordnung. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt hier weiterhin unseren Sniper haben. 90-30, das könnte funktionieren. Okay. Granate verursacht 3 Schaden. Granate raus! Yes! Und Beförderung für den Herrn Bernamet. Oh Gott, und das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Ach du heilige Scheiße, das war es noch nicht. Thank you.
bereit zum Angriff. Oh nein, das war ein Spurt. Jetzt ist aber hier der Wurm drin. Nicht bewegen, das wird wieder. Da ist nur noch ein einziger übrig. Das wird wehtun. Was für eine Mission, ey. Feuerposition. Oh, mal eben schnell vom Dach runtergesprungen, auch nicht schlecht. Okay, da drin ist nichts, Feldposten. Gehe in Feuerposition. Okay. Zwei von den kleinen Scheißern, damit kann ich umgehen. Außer die Tatsache, dass die jetzt in so einer total beschissenen Situation. Habt ihr was gehört? Beschissene Position, meine ich. Schalten wir ihn hier aber auf Feldposten, falls sie sich in unsere Richtung bewegen wollen. Wenn die aus der Tür da rauskommen, kriegen sie eine verplättet. Was war das für ein Geräusch? Eieieiei. So, ich habe den absichtlich ein Stück weit neben die Tür bewegt, weil ich will die hier drin nicht auslösen, dass sie mich erwischen können. Wir gehen nämlich hier über die linke Seite rein. Das dürfte die Kollegen ein bisschen überraschen, wie ich hoffe. Da war doch die Wand. Du musst doch direkt das Fenster springen. Was war das? Ich glaube, ich schicke die beiden nämlich hier außen rum. Also hier, Kollege Snarf noch. Jetzt ist aber die Frage, was mache ich mit dem Sniper? Aufrücken. Erstmal aufrücken. Er sieht jetzt sogar schon wen, aber wen sieht er? Ah, da hinten. Sehr schön. Hätten wir vielleicht auf Overwatch bleiben sollen, weil dann hätten wir ihn garantiert erwischt. Hier geht's gut. Bei jetzt erwischen wir ihn aber eben auch. Deshalb war es gut, den Sniper weiter nach vorne zu bewegen, damit wir genau das hier gerade machen konnten. Wenn man schon sportet, dann um in volle Deckung zu gelangen. So, wie sieht das denn hier drinnen aus?
Wollen wir mal schauen. Da ist also der kleine, das kleine Rattengesicht. Leider daneben. Aber wir kriegen ihn auch in den Raum rein. Ah, dafür sind blitzschnelle Reflexe natürlich wieder sehr gut. Jetzt hat er das schöne Ding da kaputt gemacht. Hier haben wir das gleiche Problem, aber wir könnten hier... Ja, und dann haben wir sogar noch einen Schuss. Versuchen kann man's. Ziel steht noch. Ziel steht leider tatsächlich noch. Er probiert uns zu flankieren. Liege unter Beschuss. Hier sind noch mehr. Oh Mann, aber wo sind die denn noch? Mehr. Wie aus dem Lehrbuch. Es war doch der letzte. Katastrophe, möchte ich dazu sagen. Also nicht total furchtbar. Furchtbar. Katastrophe war es nicht, weil es haben ja alle überlebt. Aber es dürften jetzt alle verletzt sein. Super Voraussetzung, wenn wir unseren Sturm auf das große Ding machen wollen. Panik in Argentinien ist jetzt auch noch ausgebrochen. Mann, ey. Mal gucken, wie lange unsere Soldaten ausfallen. Sieben Tage, vier Tage. Das heißt, wir müssen nochmal sieben Tage warten, bevor wir die Mission machen können. Können wir jetzt zweimal schießen. Das ist wunderbar. Gegner aus der Deckung treiben ist Quatsch. Schnellfeuer ist wunderbar. So, hier haben wir das gleiche Prinzip wie beim letzten Mal. Wir wollen dichter Rauch haben. Ach je, ach je, ach je, was mache ich nur? Wir bleiben in Kontakt, Commander. So, immerhin habe ich jetzt die Möglichkeit. Ich brauche erst Energie, bevor ich mein Satellitending bauen kann. Plus 20 Strom. Plus 6 Strom. Erdwärme. Sehr gut. Baubeginn. Projekt kostet 200. Das war also unsere Kohle dann schon wieder. Jetzt will ich gerade noch gucken, wie es mit unseren Waffen aussieht. Ja. Ich habe ja eh für alles jetzt kein Geld mehr. Nun gut. Das war also unsere Mission für heute. Es ist erstaunlich besser gelaufen, als ich dachte. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir das bei der nächsten Mission hinkriegen. Also wir werden auf jeden Fall warten, bis unsere Soldaten wieder gesund sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal.